auf dem Toilettenboden gefunden. Wo soll ich denn sonst damit machen? Hey, Ober! Frau Obersturmbahnführer von Schaps ist hier. Hören Sie gut zuschreien. So, genug jetzt von diesem Quatsch, Helga! Generalstrasse will Ergebnisse sehen. Und bisher ist er mit Ihren Fortschritten nicht zufrieden. Ach, halten Sie doch die Schnauze, Sie Jammerlappen! Wie bitte? Nach allem, was ich für Generalstrasse in Erfahrung gebracht habe, sollte er mir die Stiefel küssen. Hier ist Ihr Wein, Helga. Oh, nicht zu früh. Ich sterbe vor Durst. Sie trinken zu viel. Ach, Schicken Sie ihn weg, damit wir unser Gespräch fortsetzen können. Ach, Schreiner, verdammt nochmal, jetzt lassen Sie mich doch erstmal meinen Wein genießen. Generalstrasse will Ergebnisse sehen. Ich bringe Sie zur Ausgrabung, dann werden Sie schon sehen. Warten Sie. Setzen Sie sich. Wie heißen Sie? Franz. Franz? Mein Cousin ist auch so. Fasziniert Sie das, Franz? Als Kind habe ich meine eigenen Karten gezeichnet und im Wald bei uns zu Hause nach Schätzen gegraben. Ja, so konnte ich allein sein. Und dann bekam ich auf einmal Polio. Ich war Monate ans Bett gefesselt, hatte schreckliche Träume. Und dann starb mein Bein ab. Habe ich deswegen geheult? Aber natürlich. Ist ja normal. Aber aufgeben ist was für Schwächlinge. Ich habe nie aufgegeben. Ich habe mein Schicksal in die Hand genommen. Haben Sie Ihr Schicksal in der Hand, Franz? Nur zu. Probieren Sie den Wein für mich. Und? Köstlich. Sie haben einen interessanten Akzent. Das ist der erbärmlichste Wein, den ich je getrunken habe. Der ist sauer, um Gottes Willen. Trinken Sie aus. Man riecht es sofort. Wie feuchter Keller. Muffig. Ein Hauch von Rosine. Und der Geschmack. Süß wie Portwein. Ein Rotwein sollte nicht nach Port schmecken. Sowas würde ich nicht mal meinem ärgsten Feind vorsetzen. Helga! Warum verschwenden Sie Ihre Zeit mit diesem Banausen? Because, my dear incompetent Schreiner, he's not a waiter. He's a spy! Did you really think I would be impressed by your atrocious German? Now give me the folder, Franz! Oh. Kommen, Frau Obersturmbahnführer von Schaff. Behalten Sie ihn im Auge. Was ist los, Eberhard? Sie haben Dynamit eingesetzt, um ein Loch in die Gruft zu sprengen. Da kommt etwas raus. Eberhard, unternehmen Sie ihn nicht! Erschießen Sie ihn! Kessler, can you hear me? Helga's gone. Took the folder with her. I'm coming back to the boathouse now. Do you copy?
Kessler, come in. You read? Fucking gadgets. Pippa, behind you! Kessler, listen. Helga's gone. Took the folder with her. She's digging up something beneath the church ruins. Must have been what caused this shitstorm. What's your location? I don't know. Some kind of workshop. Close to the old town. Yeah.
Hello. Thank you.
Herr Kessler, ich muss Sie finden. Woher weißt du, dass sie noch hier ist? Das ist nur so ein Gefühl. Bedeutet sie dir viel? Ich muss an sie denken. Die ganze Zeit. Dann werde ich für sie beten, dass sie dich wiederfindet. Okay, Kessler? Annette is gone. She wanted to find her friend. Stur wie ein Maultier, das Kind. Oh. I will take these flyers and cast them out over Berlin, just like my wife did.
Maybe it's like pissing in the ocean, but every drop spreads ripples across the water, no? If you choose to do nothing because you feel insignificant in the grand scheme of things, you might as well be an ant. And if I die, I know I will have deserved to meet her again. I'll come with you. No. Best if I go alone. You stop Helga. First, help me open a way through the blocked doorway. Found this in the boathouse. You take it, my friend. I will be fine. Church ruins. Helga's gotta be there. Whatever she's doing, it's bad, and you gotta stop it. And snatch the goddamn folder.
still there, Blazkowicz? I'm here, Kessler. What's your status? Status is airborne. I took over at Zeppelin. Flying to Berlin to spread the flyers. You're crazy as a moon, Kessler.